reagiert. Elfmeter für Schalke! Er betet schon, dass er reingeht. Er kann es gar nicht mehr angucken. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Stadion-Vlog, denn heute sind wir bei der Partie Mainz 05 gegen Schalke 04, Leute. Es wird ein sehr, sehr nettes Spiel. Lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo, um keinen Stadion-Vlog mehr zu verpassen. Morgen sind wir übrigens in Bremen und Sonntag dann in Dortmund. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg, denn wir müssen einfach mal 500 Kilometer von Bremen nach Mainz fahren. Und zum Faktencheck unser ETC kommen wir später. Also würde ich sagen, let's go! Hier haben wir das andere Ticket. Ich kann euch leider nicht genau zeigen, wo wir sitzen, weil sonst kriege ich wieder Probleme und irgendwelche Leute melden mich wieder. So, ich habe alles. Let's go. Jetzt erstmal hier noch eine kleine Stärkung für die Fahrt. Und mal gucken, ob die hier einen Döner haben. Döner hatten die nicht. Jetzt habe ich zwei Brötchen geholt. So, ich habe jetzt noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht und mir hier Kreppes gegönnt. 180 Kilometer sind es noch. So, ich bin letztendlich angekommen in Mainz. Und schaut euch mal an. Da vorne ist das Stadion. Das ist einfach so mitten hier bei so einem Feldweg. Also ist voll abgelegen auf jeden Fall. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wart ihr schon mal im Stadion, ja oder nein? Da ist der Bauer, der das heu macht. Und da ist das Stadion. Irgendwie hat das echt was. Also mir gefällt das, also mal, wie gesagt, dazu mal in die Kommentare. Okay, hier müssen wir jetzt rein. Boah, ich bin drin, man hört schon direkt die Schalke-Fans. Ich kann ja mal so sehen, was es hier so alles gibt. Das sind die Preise, 3,50 Bratwurst auf jeden Fall okay. So, Bratwurst am Start. Jetzt machen wir Senf drauf und testen wir sie. Also ich würde der Bratwurst so 3 von 6 Sterne geben. So Leute, Wurst haben wir getestet, jetzt wird die Toilette getestet. So, was natürlich viel nach, der Toilettentest. Ja. Bisschen nass, aber geht so hier. So, wir müssen hier rein. Erst im linken Stadion. Sehr, sehr cool. Das ist alles voller Schalke-Fans. Wenn man sich das mal so anschaut, die haben so ringsrum einfach alle Karten fast gefühlt aufgehoben. Obwohl es nie einen freien Verkauf gab, echt krass, dass Schalke den Support macht. Hier wird unser Platz sein. Kurz Eck.
oder nein? Freistoß, erstmal 4. Torwart rutscht durch, zweiter Ball. Mainzer liegt am Boden, bleibt liegen, Spiel geht weiter, geblockt. Zweiter Ball. Riesenpech für Schalke, wirklich. Ganz, ganz schlecht verteidigt von Mainz. Riesenchance für das 2:0. Das war ein Foul und das gibt die erste gelbe Karte. 4 Minuten noch bis zur Halbzeit. Ganz stark, aber wichtig, dass er das Kopfball gewonnen hat. Schüsse aufs Tor, aktuell 4:2 für Schalke. Eine Minute Nachspielzeit bis hier. Stark geblockt. Der ist immer noch heiß. 3:3 Eckenverhältnis. Das wird jetzt schon sein. Und direkt das Spiel wäre vorbei, aber es ist nur Halbzeit. Krass, was die Schalke-Fans abreißen zum Putz. Ich glaube, das A-Team kommt jetzt. Schiri zählt nochmal durch, dann geht die zweite Halbzeit. Und Mainz muss definitiv mehr kommen. Leverkusen liegt zurück. Ah, gute Chance, hätte mehr rauswerden müssen. Schalke spielt ein bisschen. 1 gegen 1 verteidigen, das kann man nach hinten losgehen. Nimm du ihn mal, ich will ihn nicht. Und so geht er da durch. Aber jetzt, ganz, ganz unnötiger Ballverlust nach vorwärts bewegen. Stark. Das hätte das 2:0 sein müssen. Schöne Grüße an die Zuschauer, die hier gerade laufen. Und so fängt ja alles wieder bei 0 an. 1:1 steht's. Am zweiten Pfosten hätte es besser verteidigt werden müssen. Und dann stand er da, zack, drin. Ich habe erst gedacht, dass er Pfosten gewesen wäre, aber war er nicht. Und am Strich geht das in Ordnung. Ja, nein, schreibt es mir in die Kommentare. Oh, viel zu viel Platz da drüben. Schalke darf jetzt nicht aufgeben. 7:3 Eckenverhältnis. Und Schalke sich langsam fängt, klingelt das hier gleich. Lange geht das nicht mehr so gut. Ganz stark gespielt. Jetzt fliegt hier alles. 2:1. War so ein wichtiger Moment. Es hätte nicht besser sein können mit Schalke. Mainz war am Drücker und fängt das zweite. Wie beim ersten Tor schon genauso. Und so steht es hier 2:1 für Schalke. Und hier vorne gibt es jetzt Stress.
Schalker zu viel hier stehen in diesem Block. Was ist eure Meinung dazu? Hier im Stadion ist ausverkauft. 68 Minuten gespielt bis jetzt. Ich muss sagen, zweite Halbzeit Schalke ist echt gut. Es war erst eine starke Phase von Mainz, wo sie wirklich am Drücker waren, gerade mit dem Tor. Aber dann hat Schalke sich gefangen und jetzt das Spiel eigentlich komplett gedreht. So kommt nicht mehr viel gerade von Mainz. Was war das denn gerade? Viel zu viel Platz in der Mitte. Oh mein Gott, wie kann er denn nicht machen? Glück, dass das abseits war, aber was ist bitte sehr mit der Abwehr von Mainz los gewesen? Freistoß Mainz, das ist eine richtig gute Torposition. Ungefähr 24 Meter. Ball ist freigegeben. Ich habe gesagt, es wird richtig gefährlich. Der war so gut geschossen. Also echt eiskalt ist jetzt gerade nochmal. Was für ein Ding. Also wirklich sehr, sehr schönes Tor, meiner Meinung nach. Kein Abseits. Mach ihn. Mega, das kannst du nicht vorstellen. So ein Ding. Powerplay in die andere Richtung. War nicht aus. Gut verteidigt. Schalke wechselt auch erstmal. So, wir haben 78 Minuten gespielt, es steht 2:2. Ich glaube, hier passiert auch was, weil es Wert bringt beiden Mannschaften, vor allem den Kölnern. Die führen ja aktuell 20 Leverkusen. Das heißt, Mainz könnte auf einmal gut nach vorne rücken und muss es natürlich auch, wenn sie noch europäisch mitspielen wollen. Und für Schalke, naja, wäre echt wichtig. Vor allem nächste Woche geht es nach München, da ist es natürlich ganz schwer. Gut abgelegt. Sie reklamieren die Mainzer. Schäler ist weiter spielen. Gut gesehen. Und da wird sich jetzt erstmal gesperrt. Er sieht nichts, weil er steht. Aber das interessiert ihn sich als Mann nicht. Oh, die kriegt er doch. Oh mein Gott, was für eine Chance! Schalke ist im 3-2 dichter dran als Mainz. Oh nein, da läuft keiner mit. 86. Minute, Freistoß Schalke. Ich muss sagen, die Mainzer wirkt ein bisschen platt. Torwart kommt raus. Oh. Ganz stark. Jetzt. Sehr gut, diagonaler Pass. Punkt genau. Oh, gut gesehen. Jetzt kann er schon von Mainz. Und weiter. Ballverlust. Oh, mein Gott, Digga. Was ein Ding. Da liegen zwei Verletzte am Platz. Beiden Kopf angeknallt.
Also wenn hier noch was passiert, Schalke ist ein Tor dichter dran als Mainz. Von denen kommt nicht mehr so viel. Aber eine Chance noch da eben, aber sonst eigentlich nichts. Ich glaube, die sind einfach platt. 3-2 bei meinem Nachmittag verdient. Das wird Schalke gönnen. So, der muss jetzt hier 5 Minuten auf dem Platz behandelt werden. Boah. Gut gesehen. Sauber gehalten. Ganz, ganz stark war das. Aber was für eine Chance für Schalke schon wieder. Sein. Das gibt's gar nicht. Ich schmeiße ich auch mit alles rein. Boah, stark! Oh, der hat am Trikot gezogen. Das ist ein Elfer, meiner Meinung nach. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Und die Konterchance für Mainz. Der hätte 10 Mal schießen können, jetzt vorbei. Aber das war doch eine Elfer, oder nicht? Also die beschweren sich komplett. Es wird geprüft. VAR prüft, ich kann es nicht sehen, aber steht drauf, VAR prüft es. Also ich glaube, das war einer, der den gehalten hier. Er schaut es sich jetzt selber an, ist das krass. 97. Minute, er prüft, ob es 11 Meter geben wird für Schalke. Er schaut es sich mehrfach an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. War es einer, ja oder nein? Und er geht. 11 Meter für Schalke! Ist das krass! Ich glaub's nicht! Alter, aus nichts! 11 Meter Schalke. Also mehr Krimi geht nicht. 11 Meter in der letzten Minute der Nachspielzeit. Ist das krass. Also wenn ihr jetzt macht, also meiner Meinung nach war es eine. Ihr seht die Szene jetzt nochmal, schreibt's gerne rein. Er betet schon, dass er reingeht. Er kann es gar nicht mit angucken. Ist das krass. Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Der Ball ist freigegeben. Oh mein Gott. Mach ihn. Tor! Junge! Schalke dreht das Spiel! Ist das krass! Wieder in der Nachspielzeit schießen wir das Tor! Was passiert hier? Die Leute laufen schon aufs Spielfeld drauf. Ist das krass. Unglaublich. Schaut mal die Ordner an. Ringmantel an. Alter, das glaubst du nicht. Ey, aber unterm Strich muss ich sagen, das verdient wirklich. Das ist so krass. Letzte Woche gegen Bremen. Heute in Mainz, letzte München des Tor. Abstoß. Sie haben sich nicht aufgegeben. Meiner Meinung nach ist es ein verdientes Tor. Und auch der Sieg auf jeden Fall. Unterm Strich. Unglaublich. Ich bin eigentlich neutral bei solchen Spielen. Ihr wisst es eh immer, aber es ist einfach geil. Ich gönne ihnen, ich hoffe echt, dass sie nicht absteigen würden. Sie haben es echt verdient, muss man sagen.
aus dem Stadion raus. Ich muss abschließend sagen, ey, das war so ein krasses Spiel. Ich gönne es echt Schalke. Wirklich schade Mainz auf jeden Fall, aber man muss sagen, unterm Strich ist das mein Mann. Ich habe schon drauf gesagt, okay, Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Schreibt mir gerne eure Meinung zu unten in die Kommentare. Und wenn euch der Stadionblock gefallen hat, sehen wir uns morgen wieder. Denn morgen sind wir bei der Partie Werder Bremen gegen FC Bayern. Ich werde sagen, danke für euch, ciao, Kurs und tschüss mit euch.